zwischendurch habe ich da schon sehr stark den Eindruck. Hey, warte mal. Das könnte jetzt auch passen. Nee, auch wieder nicht. Ja, wir sehen, also da passen dann hier praktisch da ein paar Striche, aber dann hier oben zum Beispiel, die passen nicht wiederum. Das kann es ja nicht sein, aber ich kann auch nichts anklicken, ne? Na komm schon los. Was soll das hier? Warte mal, jetzt hat er... Warte. Okay, was auch immer jetzt gerade passiert ist, jetzt haben wir da was eingestellt. So, warte nochmal. So, okay. Haben wir auch nicht drauf? Okay. Ha? Und los, komm. Ob das was mit Abe zu tun hat? Gucken. Wenn ich muss mir gleich nochmal diese Beschreibung von ihm reinziehen. So, was kriegen wir, wenn wir es hier gegen sammeln? Kriegen wir 1, okay. Ah, ich muss das nachahmen. Also ich glaube es zumindest. Das heißt Strich und das andere. So. Okay. So. Das müsste auch von Abstand her passen. Einmal das. So, dann zurück. Das andere. Ah, dann kriegen wir das, glaube ich, hin. Ah, okay, 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 okay. Ich wollte gerade sagen, irgendwas muss das dann zu tun haben. Oh, schneller, schneller, schneller. Brauchst du Ewigkeit. Und nochmal drauf. Okay, wunderbar. Hören wir uns jetzt das andere. Oh, sehr gut, siehste. Schwierig, aber gut. Ja. Meistens eigentlich, glaube ich, wirklich nur Glück, ne? Ah. So, und jetzt? Ach, jetzt ist eins geschlossen. Guck mal da. Das heißt, dann ist vielleicht oben dieser Weg bereit, dass ich mit der Gondel da weiterfahren kann? Das kann sein. Hallo, ich würde jetzt gerne hier... Genau, oh, super, ich dachte schon, das funktioniert nicht. Wie ätzend das wäre. Bitte rauf einmal. Und dann gleich ganz rauf. Ich glaube, das muss dann mit der Drehscheibe da oben was zu tun haben. Also würde ich jetzt sagen, spontan. Mal gucken. Hat er wahrscheinlich jetzt den Weg dann. Ja, genau. Ja, siehste. Jetzt kann ich dann da rumfahren. Ah, okay, wofür auch immer das gut sein soll. So, bitte einmal. Wunderbar, dann bitte hier lang. Ja. Genau. Ich hoffe, wir können am Tintenfisch vorbei. Nicht, dass er so ein bisschen rumzickt oder sowas. Na, was ist ja mal nicht. Hm, Tintenfische sind sehr gefährliche Tierchen. Ah, auch nicht Gas geben hier. Mal gucken, wo wir jetzt hinkommen. Das ist echt ein sehr seltsamer Turm. Oh. Das da oben geht nicht. Hm, fahren wir hier hin. Okay. Ich werde mal kurz nach hier unten fahren. Mal gucken, was hier ist. Ah ja, okay. Da muss ich von der anderen Seite dann praktisch. Also muss ich den Kreis schließen oder was?
Aha. Warum auch. Oh, okay. Also ein Haus oder was ist das? Komische Viecher da im Hintergrund. So, dann steht, wo ich gerade sein, ist mal rausgesogen. Was ist das denn für ein Symbol? Okay, dann zeig mal hier, was wir hier haben. Okay. Das kann man drehen. Aha. Und wenn ich das jetzt hier wegnehme, das hier so drehe, kann ich das dann hier wieder zurückschieben, okay? Dann wäre das auch frei. Hm. Aber bringt mir das jetzt was? Gute Frage, ne? Also ich glaube, ich muss diese Teile zusammenpuzzeln. Warte mal. Praktisch, hier, diese Puzzleteile muss ich zusammenschieben. Ja, ich glaube schon, dass das dann letztendlich diese Figur ergibt, so wie es aussieht. Ja, macht stark den Eindruck. So, okay, es wäre das. Dann müssen wir praktisch das Teil da holen. Kann ich das hier hin? Nee, es wäre jetzt doof. Warte, das müssen wir mal da hinschieben. Ah, Mist! Genau, so, dann einmal drehen. So, dass man das so präzise machen muss. So, genau. Darüber. Genau, jetzt das. Aha. Ich hoffe, wir können das da unten drauf schieben. Aber eigentlich scheint der 3 zu funktionieren. So. Bisschen aufwendig das Ganze. Dann schieben wir das jetzt wieder zurück. Genau, dann holen wir das von links. Ja, halt. Dann machen wir das mit dem anderen genauso praktisch. Oh, das ist nervig. Ich glaube, mit Tastatur und Maus wäre es einfacher hier. Von der Steuerung her. So, genau. Ah, siehste. Mhm. Hier geht es jetzt ein bisschen einfacher, weil ich kann das jetzt hier nach rechts schieben. Also ich schiebe es erstmal nach unten. Genau. Und dann schieben wir das andere hier. Ups, genau. Da schieben wir nach rechts und dann können wir den anderen direkt da draufsetzen. Ah. Da kann schon los. Vorsicht. Sehr gut. Ich hoffe, das ist egal, wo man das hinsetzt. Oder nee. Das werde ich garantiert da unten hinsetzen müssen. Oh, ich wette drauf. Oh nee, na echt. Ja, doch werde ich. Oh, ist das ätzend. Nee, egal. Das ist egal. Das schaffen wir. Das heißt jetzt kurz umdenken. Genau. Ach, ätzend. Mal kurz überlegen, warte mal. Ach, wie wir das am besten machen? Jetzt habe ich praktisch Mist gebaut, wenn man es so nimmt. Also müssen wir als erstes mal den hier weg. Mhm. Keinen, den können wir darauf setzen. Das ist okay. So, dann schnappen wir uns hier den. Und setzen den mal da drauf. Ja. Dann schnappen wir uns den.
Genau, und hier. Und jetzt, warte. Na komm schon. Ich muss ja nur einen da wegnehmen. Mhm. Das ist doch, der will immer automatisch, springt er zu dem nächsten Stein, dass er den dann automatisch anvisiert. Das ist ein bisschen nervig, ist gelinde gesagt. So. Genau, so. Jetzt den hier weg. Ah ja, weil hier, ne, ich kann praktisch die Scheibe nicht direkt anvisieren, sodass ich das drehen kann. Nein, ich kriege immer nur so einen Stein angezeigt. Wenn kein Stein da ist, lässt sich das super machen. Aber mit Stein ist es echt ein bisschen nervig. So. Dann, so, jetzt können wir loslegen. Jetzt können wir es richtig machen. Das ist praktisch jetzt erst den. Hier Vorlauf kommen müssen. Macht ja gar keinen Sinn sonst. So, dann den hier rüber. Genau, dann holen wir jetzt einfach mal das, was wir brauchen. So, dies. Genau. Und dann noch den letzten. Hat es dann doch noch geklappt. Ja. Ah, wäre ein bisschen umständlich, das Ganze. Na, egal. Ah, hier rein, die gute Stube. Mal gucken, ob es wirklich eine gute Stube ist. Hm. Er weiß das schon. Oh, noch so ein Tintenviech. Tintenviech, yeah. Er macht Knutschi-Bewegung. Warte mal, können wir nach rechts weiter? Ah, das sieht doch noch aus, ne? Hm. Oh. Was zur Hölle ist das denn? Kannst hier mal Knopf drücken. Was passiert dann? Gar nichts. Oder muss ich alle einmal drehen, damit ich dann das hier drücken kann? Hm. Das ist garantiert auch eine richtige Reihenfolge oder sowas. Boah. Das ist schon heftig. Ja, ne? Finde ich auch. Da dürfst man drauf. Nice work, Beep Beep. Ach, er wieder. Inspire others to great heights, and your objectives shall be reached. Hm. Da geht's auch nochmal weiter, oder was? Naja, also ich erkenne jetzt nichts. Hm, ja, schon interessant. Ja, es gibt auf jeden Fall anscheinend mit dem Tintenfisch konnte man auch noch rauf, runter irgendwie so. Also es gibt jede Menge zu erkunden. Ich denke, da kümmern wir uns beim nächsten Mal drum. In diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zucker.